Die Idee zur Ausstellung fiel ziemlich genau mit dem Shutdown zusammen. Die Museen mussten geschlossen werden und ich ging tatsächlich durch unser dunkles, geschlossenes, einsames Museum. Vor allen Dingen im Roseliushaus sind mir dann diese ganzen Bilder, Skulpturen aufgefallen, wo Menschen sich berühren, wo sie sich küssen, umarmen. Berührung an sich ist ein Thema, was sowieso ein Thema der Kunst ist. Ohne Sehen können wir leben, ohne zu hören, ohne zu schmecken können wir leben, aber ohne Berührung kann der Mensch nicht leben. Also es ist der wichtigste der Sinne. Das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst und ich muss gestehen, vor dieser Ausstellung war mir das auch nicht bewusst. Und es ist mir und uns allen aufgefallen, wie viel Literatur es eigentlich in den letzten Jahren gibt, dass viele Wissenschaftler, Neurologen, Soziologen sich mit diesem Thema beschäftigen, von Berührungen in Paarbeziehungen über eben zum Beispiel die Bedeutung der Berührung bei der Mutter-Kind-Beziehung, diese essentielle Bedeutung dieses wichtigsten Sinnes, des Tastsinnes. In der Ausstellung geht es um verschiedene Arten der Berührung. Das ist zum einen die religiöse Berührung oder die Nichtberührung. Noli me tangere heißt es, ruft Jesus Maria Magdalena zu. Sie soll ihn nicht berühren, soll so glauben, dass er auferstanden ist. Es geht um das Thema der Selbstberührung, auch ein wesentliches Thema. Es gibt das ganz wichtige Thema der Mutter-Kind-Beziehung von mittelalterlichen Madonnendarstellungen, Mutter-Kind-Darstellung Maria mit Jesus bis zu zeitgenössischen Interpretationen. Ein Raum wird sich der zärtlichen Berührung widmen, dem Kuss der innigen Umarmung. Wir wollen auch die unangenehme, die nicht gewollte Berührung nicht ausklammern. Dem wird ein eigener Raum gegeben. Ja, die Ausstellung umfasst eine große Bandbreite an Künstlerinnen und Künstlern vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Und das sind Altmeister wie Lukas Cranach, der Ältere. Das ist natürlich Paula Modersohn-Becker, unsere Hauptkünstlerin hier im Haus. Aber auch viele zeitgenössische Künstlerinnen, Hanna Nitsch beispielsweise oder Vivian Greven, Cornelia Schleime, die im Raum mit den Kussbildern hängen, bis zu Videoarbeiten von Marina Abramovic und Ulay Wali Export und Pippi Lotti Rist. Die Besucher und Besucherinnen werden mit verschiedenen Arten der Berührung konfrontiert und das ist ja immer auch ein sich selbst darauf einlassen. Wie stehe ich dazu? Wie war das früher? Wie ist das jetzt mit Corona, mit den Abstandsregelungen, die wir haben? Hat sich unser Blick auf Berührung verändert? Hat sich vielleicht auch der Blick auf die Bilder verändert, die man vorher schon gesehen hat? Wenn eine Mutter-Kind-Berührung da ist, hat man sie vorher bestimmt anders gesehen als heute. Wenn sich ein Paar küsst, sich umarmt, dann sieht man das heute anders als früher und damit, denke ich mal, werden sich die Besucherinnen und Besucher auseinandersetzen und so ihre eigene Position finden.